Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Stay von Helen Hunting gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Stay ist der erste Teil zu einer Reihe von Helen Hunting. Also ich weiß, dass es noch einen zweiten Teil geben wird, ich weiß noch gerade nicht mehr, wie er heißt. Der kommt dann aber auch, glaube ich, Ende des Jahres noch mit raus. Sieht vom Cover her ähnlich aus, dann halt nur nicht mit Stay, sondern mit dem anderen Titel. Wie hieß der denn nur? Hieß der Stay und... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es der erste Teil der neuen Reihe von Helen Hunting und ich kann nur sagen, dass mir dieses Buch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Hinten drauf steht, Stay ist die perfekte Mischung aus sexy, süß und lustig. Und das kann ich wirklich so nur unterschreiben. Dieses Buch ist einfach wahnsinnig unterhaltsam, es ist wahnsinnig lustig, es ist voller Fremdschämmomente, es ist richtig süß erzählt und ja, ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Geschichte und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es in Stay eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Ruby und Ruby ist gerade so ein bisschen verzweifelt, denn obwohl sie aus einer reichen Familie kommt, unterstützt diese sie quasi nicht bei ihrem... in ihrem Leben, bei ihrer Leidenschaft. Denn Ruby ist Schauspielerin und ist aber natürlich noch nicht groß rausgekommen und sie versucht noch irgendwie Fuß zu fassen in New York am Broadway und bekommt seitens ihrer reichen Familie dabei leider keinerlei Unterstützung. Also ihr Vater sagt immer, ja, du kannst auch hier in der Firma arbeiten und dann musst du dir das dort nicht antun und das will sie nicht. Sie will ihren Traum noch nicht aufgeben und hat dadurch finanziell gerade so ein bisschen so einen Engpass. Und wir begegnen Ruby zu Beginn der Geschichte auf der Verlobungsfeier ihrer besten Freundin. Und ja, Ruby hat dort ein unschönes Treffen mit einem Typen, der sie in einem schummrigen Flur für eine andere hält und sie küsst. Und dieser Typ ist sowas von erkältet und krank. Und ja, Ruby küsst diesen Typen und sie findet diesen Kuss auch wirklich schön. Und das, was sie von diesem Mann in diesem dunklen Flur sieht, findet sie eigentlich auch sehr, sehr attraktiv. Und ja, als er dann feststellt, dass sie ja gar nicht die ist, für die er sie gehalten hat, entschuldigt er sich sofort auch bei ihr und sagt ihr noch, ja, vielleicht solltest du so ein bisschen Grippustat C nehmen, dass du nicht auch noch krank wirst. Ruby kann es aber in dem Moment so gar nicht fassen, was da eigentlich gerade passiert ist, dass dieser wildfremde Mann sie da einfach so quasi überfallen hat im Flur. Und sie hat es auch irgendwie noch gar nicht so realisiert. Und als sie zu Hause ankommt nach dieser Party, trifft sie aber gleich alle möglichen Vorkehrungen, damit sie halt nicht krank wird, weil sie am nächsten Tag ein Vorsprechen hat. Ja, aber wie sollte es anders sein? Natürlich wird sie krank und versaut dieses Vorsprechen. Und was da bei diesem Vorsprechen passiert, Leute, lest es, das ist so witzig. Ich habe hier gesessen und dachte so, ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie peinlich ist das denn wirklich? Also ich muss wirklich sagen, dieses Buch ist mega witzig. Auf jeden Fall, ja, versaubeutet sie dann dieses Vorsprechen und hat damit wieder keinen Job. Als sie dann kurze Zeit später mit ihrer Freundin sich darüber unterhält, erzählt diese ihr, dass ein Freund ihres Verlobten in ein paar Tagen für ein paar Wochen ins Ausland fährt und er noch ein quasi Haustiersitter für seine Haustiere braucht, denn eigentlich sollte sie das übernehmen, aber sie hat einfach nicht die Zeit, sich um diese Tiere zu kümmern und deswegen bietet sie Ruby an, zwischen den beiden zu vermitteln und sie als Haustiersitterin vorzuschlagen, sodass sie erstmal für die nächsten Wochen auch eine Wohnung hat, wo sie unterkommen kann, denn ihre Wohnung ist ihr auch gekündigt worden, was natürlich nicht so schön ist und Ruby möchte ungern auf der Straße schlafen. Und so arrangiert ihre beste Freundin mit ihrem Verlobten und ihm zusammen ein gemeinsames Essen und die beiden wollen dann so hintenrum quasi durch die Tür fragen, ob sie nicht die Haustiersitterin sein kann. Sie wollen jetzt nicht so mit der Tür ins Haus fallen, weil das irgendwie komisch rüberkommen könnte. Und als Ruby bei diesem Essen den vermeintlichen Haustierbesitzer trifft, kann sie es nicht fassen, denn es ist der Mann von der Party, der sie da so quasi im Flur überfallen und geküsst hat und der jetzt auch quasi für ihre Miserie verantwortlich ist. Und ja, was so mit den beiden alles passiert und ob sie den Job als Haustiersitterin bekommt und wie sich das Ganze dann zwischen den beiden entwickelt, das ist es im Endeffekt, worum es in Stay schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass diese Geschichte wirklich richtig toll ist. Sie ist, wie gesagt, sehr, sehr witzig, sehr, sehr gefühlvoll und der erotische Anteil in dieser Geschichte ist auch wirklich recht gering. Also das ist wieder so ein Buch, wo wirklich die Geschichte dominiert und nicht die Erotik, Gott sei Dank. Und ich kann wirklich nur sagen, dieses Buch, ey Leute, lest es. Wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, die humorvoll sind, die süß sind, die so kitschig überzogen sind, dann solltet ihr Stay auf jeden Fall lesen. Dieses Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Wirklich, ich fand die Handlung einfach ganz, ganz toll. Ich fand toll, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich fand...
das toll, was mit den Haustieren auch war, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es auch cool, was das für Haustiere sind. Das sind keine einfachen Haustiere. Das ist nicht mal eben ein Kaninchen oder ein Hund oder eine Katze, auf was ich aufpassen soll. Das ist schon etwas anderes. Und ja, das fand ich auch wirklich richtig cool. Was die Handlung betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ein super Verlauf, eine tolle Entwicklung der Geschichte. Und ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich fand Ruby als Protagonistin in dieser Geschichte einfach wahnsinnig toll. Sie war mir von der ersten Seite an ultra sympathisch. Ich fand, sie ist eine super starke Protagonistin, dass sie versucht, ihre Träume zu verwirklichen, unabhängig von ihrer Familie zu sein. Und auch wenn sie dadurch sich halt in unschöne Situationen manövriert, wo sie halt irgendwie versuchen muss, rauszukommen. Also sie versucht wirklich alles, um ihren Traum zu verwirklichen. Und allein deswegen fand ich sie sehr, sehr sympathisch. Und wie gesagt, sie hat eine absolut sympathische Art. Sie lässt sich nicht alles gefallen und ist aber trotzdem sehr, sehr liebevoll. Und also ja, also Ruby ist eine ganz, ganz tolle Protagonistin. Dann haben wir natürlich noch Rubys Gegenpart, und zwar Bancroft. Und Bancroft ist auch ein wahnsinnig toller Charakter. Bancroft hat früher Rugby gespielt und ist dann halt nach dem Ende seiner Karriere ins Familienunternehmen eingestiegen. Und dementsprechend sieht er natürlich auch aus als Rugby-Spieler. Einfach richtig toll. Da gab es auch eine so tolle, witzige Szene. Die kann ich euch jetzt hier nicht verraten, sonst würde ich euch spoilern. Aber ich habe so gelacht. Ich habe hier wirklich so gelacht bei dem Buch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und Bancroft ist auf jeden Fall auch ein wahnsinnig toller Charakter. Er ist auch wirklich sehr, sehr sympathisch. Er ist bodenständig und er ist so auch ein bisschen eingebildet, aber das darf er auch sein. Und das macht er auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann passiert immer irgendwas. Und das fand ich einfach wirklich richtig toll. Man liest das Buch auch eigentlich hauptsächlich aus der Sicht von Ruby, aber man liest auch Kapitel aus Bancrofts Sicht, was ich wirklich gut fand, da man da auch nochmal einen Eindruck auf ihn bekommen hat. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was das Setting betrifft, spielt diese Geschichte in New York und teilweise auch so ein bisschen in London, weil Bancroft ja dann verreisen tut. Und auch das fand ich sehr, sehr gut und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr wisst, ich liebe New York als Setting. Ich brauche dazu, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Ich kann mir diese Stadt wunderbar vorstellen und ich finde, Helen Hunting hat hier sich schöne Orte auch ausgesucht wieder. Sie hat das toll beschrieben. Ich habe diesen Flow dieser Stadt wirklich gut, den hat sie wirklich gut rübergebracht und dieses Flair. Und ja, also was das betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was den Schreibstil betrifft, es ist ein lockerer, leichter Schreibstil, wirklich passend für diese Liebesgeschichte. Also Schreibstil ist humorvoll, er ist sehr, sehr sexy teilweise und auch sehr romantisch so. Und also es ist ein richtig schöner, kitschiger, liebevoller, gefühlvoller Schreibstil, so passend für diese Geschichte. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, außer dass Day wirklich eine richtig tolle, süße, niedliche, witzige Geschichte ist, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte, wenn man solche Bücher gerne liest aus diesem Bereich. Und ich kann euch dieses Buch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Ihr habt echt was verpasst, wenn ihr es nicht lesen tut. Ich habe hier wirklich Tränen gelacht in diesem Buch, wirklich. Also es gibt so viele Stellen und Szenen, wo man wirklich einfach nur feiern kann, wo man so Fremdschämen-Momente hat, wo man so denkt, so, oh mein Gott, nein, das kann doch jetzt nicht sein. Und ja, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Und mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, außer dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich finde, ihr solltet es lesen. Das war meine Buchvorstellung zu Stay und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.